Zeit der Hektik, des Stresses, ist genau dieses Bild von Robert Heuser ein wunderbares Beispiel der Entschleunigung. Robert Heuser, der mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, unter anderem als erster Deutscher hat er den Hasselblatt-Preis bekommen, quasi der Nobelpreis der Fotografie. Und Robert Heusers Stil ist, wo Form und Inhalt zusammenkommt, immer in einer sehr strengen gebauten Kompositionsordnung. Und wenn man sich das jetzt hier bei diesem Bild, Kultstätte, so der Titel, 1991 in Sri Lanka aufgenommen, sehen wir geradezu in einer Spiegelsymmetrie zwei Felsenkolosse, ein Abhang, und man hat den Eindruck, als ob diese Felsen ausgeschnitten sind vor einem hellen Hintergrund. Und genau in diesen beiden Felsen sehen wir in einer Rückenansicht eine Person. Sie schaut irgendwo in eine Ebene vielleicht, in einem Naturraum. Und das Interessante ist, es gibt hier eine Verbindung zur deutschen Romantik. Robert Heuser hat auch Caspar David Friedrich sehr geschätzt. Und hier haben wir eine gewisse Verbindung, denn selbst in den Bildern von Caspar David Friedrich sehen wir ja immer wieder Menschen in Rückenansicht, sogenannte Identifikationsfiguren. Das heißt, dass man versucht, der Betrachter besser in dieses Bild hineinzukommen durch so eine Figur. Und auch das haben wir hier bei Robert Heuser, so ein Merkmal. Und wenn wir weitergehen, so entdecken wir auch eine Art von Meditation, eine Art von Kontemplation. Das ist auch das Besondere bei den Werken von Robert Heuser. Es sind keine Fastfood-Bilder, sondern man muss in diese Bilder mehr hineinsteigen. Das heißt, man muss sich mehr Zeit nehmen. Und auch hier vermittelt das geradezu diese meditative Position der Mensch in diesem Umfeld, Naturraum, etwas Beruhigendes. Orte und Situationen, Spuren und Zeichen in der Landschaft sind wesentliche Bestandsmerkmale von Robert Heuser, die er in seinen Werkgruppen aufgenommen hat. Darunter zählt auch eben dieses Werk. Auch die Magie der Dinge spielt eine wesentliche Rolle. Das Vertraute im Unvertrauten und das Unvertraute im Vertrauten, das sind ganz wichtige Positionen, die Robert Heuser immer wieder versucht, in seinen Bildern herauszuholen. Und es gibt noch eine bestimmte Herangehensweise, die auch mit Caspar David Friedrich verbunden ist. Caspar David Friedrich gab den Malern ein Rat, man möge sein leibliches Auge schließen, um mit dem geistigen Auge besser sein Bild sehen zu können. Und bei Robert Heuser ist es genau dasselbe, wo Außen- und Innenblick eins werden, wo Form, Inhalt kongruent werden. Und hier haben wir auch eine wunderbare Sache, in dem Robert Heuser geradezu wie die alten Meister mit seinem Stativ, Kamera sich aufmacht. Er versucht erst einmal den Naturraum oder das Umfeld es zu sichten. Es sind keine Knipsbilder. Es ist fern von jedem Bildjournalismus, der versucht nun, wie ein rasender Reporter, das Umfeld aufzugreifen und mit der Kamera sozusagen aufzusaugen. Bei Robert Heuser ist es eher eine ganz ruhige, bedächtige Art und Weise, um überhaupt seinen Ausschnitt, Licht, Bildkomposition zu finden. Und dann, wenn er das alles arrangiert hat, fängt er an, sich zu postieren und dann wird das Bild aufgenommen und dann nochmal in der Dunkelkammer transformiert, veredelt. Für ihn, so Robert Heuser, ist das Negativ immer wieder eine Partitur, die man so oder so interpretieren kann. Und wenn man sich das jetzt genauer anschaut, dann gibt es Eingriffe auf dem Negativ und in diesem Bild. Und
da sieht man hier in diesem Bereich und in diesem Bereich, dass er das Negativ mit einer roten Substanz, Neukoxin heißt das, mit Watte abgedupft hat und dann verschwinden diese Konturen. Er wollte also eine messerscharfe, klare Komposition, wo nichts Störendes auf diesem Bild erscheint. Also die Reduktion auf das Wesentliche. Das ist also immer wieder ein ganz wichtiges Moment für Robert Heuser. Und so hat er diese merkwürdigen Kolosse, die ja, wenn man so animistisch mal hinschaut, diese Profile, könnten sich ja irgendwie so merkwürdige Kolosse, Profile, Osterinsel, wie auch immer sein, und als ob die in einem Dialog stünden. Und genau in diesem Dialog sitzt der Mensch. Es ist also auch irgendwo vielleicht die Frage an das Sein. Gerade ja, im Zen-Buddhismus spielt ja die Versenkung eine wesentliche Rolle. Die ersten Exerzitien, die Novizen im Zen-Buddhismus lernen, das ist erstmal zur Ruhe zu kommen, sich von störenden Gedanken, Gefühlen frei zu machen und dann in einer friedvollen Versenkung zu geraten. Und genauso ist dieses Bild geradezu wie eine Metapher, wo man ebenfalls die Möglichkeit hat, sich hineinzuversenken. Der Himmel, anders als in der Romantik, ist nicht stimmungsvoll, sondern es ist eine geradezu leere, metaphysische Fläche. Und hier hat man die Möglichkeit, das als eine Projektionsfläche zu nehmen, eine Leere, eine erfüllte Leere, und in dieses Bild hinein zu wandern. Das Abbild des Umraums wird dann sozusagen zu einem Sinnbild. Und hier ist Robert Heuser ein wunderbarer, ja geradezu Philosoph unter den Fotografen, wie er das eben vermag, mit diesen Abschattierungen alles nochmal in der Dunkelkammer zum Teil nachbearbeitet, vor Photoshop, indem er bestimmte Partien hier nochmal nachbelichtet, bestimmte Sachen hier abhält, abdunkelt, verschwinden lässt, um mehr und mehr eine Konzentration zu erreichen. Das ist das Besondere bei den Fotos von Robert Heuser. Sie sind, wie gesagt, nicht für den schnellen Konsum gedacht, sondern man muss verweilen. Und das ist geradezu in unserer Zeit der Hektik, des Stresses, sind es wunderbare Bilder der Entschleunigung.